Der Wahlkampf in Deutschland nimmt an Fahrt auf. Schon jetzt zeigt sich im Vorfeld der Bundestagswahl am 26. September. Der Ton wird rauer und der Umgang der politischen Gegner gegeneinander aggressiver. Für Wirbel sorgt daher ein umstrittener Videoclip der SPD. Darin werden die Rollen der Personen hinter Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hinterfragt. Thematisiert wird an ihnen auch kein gutes Haar gelassen. Außerdem wird die religiöse Überzeugung von Laschets rechter Hand Nathanael Leminski thematisiert. Sogar die Deutsche Bischofskonferenz reagierte mit scharfer Kritik. Wer Armin Laschet und die CDU wählt. Die SPD will in ihrem jüngsten Wahlkampfvideo im wahrsten Sinne enthüllen, wer hinter dem Kanzlerkandidaten Armin Laschet steht. Zu sehen ist dabei auch Nathanael Leminski, ein enger Mitarbeiter von Laschet. Erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist. Hintergrund dieser Szene: Leminski ist Katholik und äußerte sich kritisch zu Homosexualität und Sex vor der Ehe. Das ist allerdings schon 14 Jahre her und nicht nur deshalb stößt das Video bei der CDU auf Unverständnis. Man darf in einer Kampagne nicht die Religionszugehörigkeit, zumal es sich noch um einen Mitarbeiter handelt und nicht um einen Bundestagsabgeordneten oder einen Minister oder jemand, der für ein Parlament kandidiert, das darf man nicht nutzen. Und deswegen sollte die SPD jetzt klarstellen, dass sie das auch nicht weitertreibt. Kritik kommt auch von den Grünen. Gerade im Wahlkampf sei es fatal und falsch, Menschen pauschal und mit Graune ihre Religionszugehörigkeit vorzuwerfen, seien sie nun Katholiken, Protestanten oder Muslime, so Konstantin von Notz. Armin Laschet äußert sich bereits im Juli zu den Vorwürfen, Leminski sei damals einfach noch jung gewesen. Die SPD kontert, es geht nicht um private Entscheidungen, sondern um die Darstellung einer gesellschaftlichen Wunschvorstellung. Ein Wunsch wurde den Sozialdemokraten auf jeden Fall erfüllt. Sie haben ihren Wahlkampf ordentlich befeuert.